Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, beziehungsweise erstmal ist das natürlich nur eine Testaufnahme, denn Nick Frey zockt Formel 1 2012 von Codemasters. Und wir spielen hier noch die Demo, weil das Originalspiel natürlich noch nicht auf dem Markt ist. Und die Demo ist natürlich nicht repräsentativ für die Qualität des Endprodukts, das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn euch hier irgendetwas nicht gefällt, es muss nicht sein, dass es auch im Originalspiel dann so mit drin ist. Wir gehen mal schnell hier in mein F1, denn ich muss natürlich schon ein paar Dinge umstellen. Ich habe hier schon mal ein paar Einstellungen gemacht. Ich fahre mit Lenkrad und so weiter. Und hoffe jetzt einfach mal, dass die Einstellungen jetzt passen und ich nicht mehr bei vollem Lenkradeinschlag geradeaus fahre. Das wäre nämlich mehr als ärgerlich. Gut, wir fahren ohne Bremshilfen, wir fahren ohne ABS mit vollständiger Traktionskontrolle. Dann haben wir die dynamische Ideallinie aus, das Getriebe ist automatisch und die Boxen-Stopphilfe, ja, die mache ich auch mal aus. Regeln realistisch, Schaden vollständig und Schwierigkeit der KI Profi. Ich habe keine Ahnung, ob das hier zusammengeht. Ich bin so im 2011er gefahren, ich bin so im 2010er gefahren. Ich hoffe, dass das ebenfalls hier funktioniert. Gut, Audio und so weiter. Grafik können wir auch mal reingucken. Grafik habe ich alles auf hoch, 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 immer noch hoch, alles ganz hoch, alles sehr hoch. Also sprich, beste Grafik. Dann gehen wir mal ins Profil. Ihr seht hier Nick Frey, Deutschland, Spitzname Niki, habe ich einfach mal ausgewählt. Ich habe keine Ahnung, ob es hier als Fahrername Nick gibt, Kimi, Nico gibt's, ja, aber Nick gibt's nicht. Spitznamen, ja, Boss, Champion, Professor, Speedy, nee, alles Blödsinn. Also bleiben wir hier bei Niki. So, Autosave machen wir ein, aber die Karriere starten wir neu. Jawohl, ja, wollen wir überschreiben. Ja, mach hin. Achso. Okay. Muss ich das hier so nutzen? Gut, dann gehen wir mal rein hier in den Young Drivers Test. Upsa, gerade mal hier meinen Stuhl zurechtdrücken. Ja, es ist komisch. Die Statistiken von meinen ersten Testaufnahmen zeigt er mir trotzdem an. Und das, obwohl ich gesagt habe, er soll doch mal bitte meine Karriere zurücksetzen. Bin mal gespannt, ob da auch überall noch Häkchen sind. Willkommen auf dem fantastischen Yas Marina Circuit hier in Abu Dhabi, wo der diesjährige Young Drivers Test stattfindet. In den nächsten beiden Tagen können wir einen Blick hinter die Kulissen werfen und die Teams dabei beobachten, wie sie die nächste Generation potenzieller Formel 1-Fahrer einer Reihe von Tests unterziehen, um dabei hoffentlich den kommenden Superstar zu entdecken. Ja, das werden hoffentlich wir sein. Beliebigen Teamchef, ob Schnelligkeit die einzige Anforderung ist, und sie werden sicher zu hören bekommen, dass Konstanz, Feedback und die richtige Einstellung genauso wichtig sind. Und wie aufs Stichwort wird unter der Kommentatorenkabine gerade der erste Motor angelassen. Ich gehe davon aus, dass wir bald ein Auto auf der Strecke sehen werden. Tja, also irgendwie hat er meine Karriere nicht zurückgesetzt, weil normalerweise müsste das hier anders aussehen, aber gut. Ist egal, fangen wir trotzdem oben an mit das Auto. Okay, gehen wir mal die Grundzüge der Steuerung durch, damit wir sicher sind, dass die Jungs das Auto korrekt eingestellt haben und du dich wohlfühlst. Zunächst prüfen wir mal, ob das Gas und das Bremspedal richtig eingestellt sind. So, dann müssen wir mal aufs Gas treten. Gut, dann müssen wir auf die Bremse treten. Perfekt. Passt auch. Jetzt kontrollieren wir den Lenkeinschlag. Dreh das Lenkrad von links nach rechts. Also, links, rechts. Als nächstes kommen die Gänge dran. Du kannst entweder manuell oder automatisch schalten. Die automatische Schaltung kannst du jederzeit übersteuern, indem du manuell hoch- oder runterschaltest. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. An der rechten Wippe, um hochzuschalten, oder an der linken Wippe, um runterzuschalten. Oh. Ja, hochschalten, okay, und runterschalten. Alles sieht gut aus. Zunächst einmal testen wir die Aerodynamik auf einer Geraden. So, Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, bin bereit. Bin bereit. Dann gehen wir hier wieder rein. Ja, wunderbar, das war das Auto. Das ist der erste Test des Young Driver Tests. Hier gibt es 4 von 4 Punkten zu verdienen. Dann kommt der Geraden-Test. Ihr seht, die sagen Motor anwerfen. Und dann rollen wir hier an die Linie. Vermutlich rollen wir jetzt erstmal ein bisschen zurück. Nee, machen wir nicht. Du wissen, dass du die
Perspektive ändern kannst, indem du die Option Kamera wechseln wählst. Ja, das ist schick. Sieh dir die verschiedenen Perspektiven an, bis du die richtige für dich gefunden hast. Das kennen wir aus dem Fernsehen. Soll ich damit mal fahren? Die Kameraperspektive und die Fahrhilfen. Ja, eigentlich fahre ich meistens so. Im Pausemenü ändern. Ah, wir fahren mal so. Sehen wir uns die Aerodynamik auf einer Geraden an. Beschleunige auf der Strecke auf oder, mehr als 257 km/h. Okay. Und bremst dann so, dass du im vorgegebenen Bereich zum Stehen kommst. Kann ich keine Garantie für abgeben. Du kannst also nicht die gesamte Power nutzen, aber auf diese Weise erhalten wir verlässliche Daten. Ich will aber Vollgas geben. Mann. Okay, das hat ein bisschen gebraucht, um sich da unten zu sortieren. Also ich finde das Lenkrad hier extremst schwergängig, komischerweise. Ja komm, ist gut, bleib stehen. Wir konnten gute Daten sammeln und du hast genau zum richtigen Zeitpunkt gebremst. Ja, ist doch schick. Und damit hätten wir das bestanden. Jetzt gibt's ein Video, zum 1x1 des Motorsports. Da lasse ich euch mal allein mit. Bei modernen Formel 1 Autos werden etwa 750 PS auf die Hinterräder übertragen. Das kann sehr heftig sein. Deswegen musst du behutsam und präzise Gas geben, damit du das Auto nicht aus der Balance bringst und dich drehst. Bei hoher Geschwindigkeit erzeugt die Aerodynamik viel Abtrieb, wodurch das Auto auf die Strecke gepresst wird. Um den Abtrieb ideal zu nutzen, solltest du das Bremspedal anfangs mit viel Kraft betätigen und bei der Einfahrt in Kurven Druck wegnehmen, da du dort weniger Grip hast und dadurch die Reifen stärker arbeiten lassen musst. Fahr eine Kurve möglichst weit außen an, bevor du den Scheitelpunkt schneidest, damit du die Kurve auf einer möglichst geraden Linie durchfährst. So kannst du schneller wieder aufs Gas gehen und das Auto am Kurvenausgang wieder auf Tempo bringen, indem du den Druck auf das Gaspedal am Kurvenausgang so lange vorsichtig erhöhst, bis du dir sicher bist, dass die Hinterräder nicht mehr durchdrehen. Ab diesem Punkt kannst du Vollgas geben. Okay, ich bin ehrlich, so sieht das bei mir nicht aus nach den ersten Testfahrten. Da müssen wir noch dran arbeiten, dass wir das hinkriegen. So, dann dürfen wir diese Haarnadelkurve hier mal üben, die wir gerade eben gesehen haben. Bei diesem Test musst du bis zur Haarnadelkurve beschleunigen, am richtigen Punkt einlenken, den Scheitelpunkt treffen und aus der Kurve heraus auf mehr als 297 km/h beschleunigen. Anschließend musst du im vorgegebenen Bereich am Ende der Geraden zum Stehen kommen, um den Test abzuschließen. So, irgendwie, wie gesagt, mit der Steuerung bin ich noch am Kämpfen. Okay, scheint jetzt schon ein bisschen leichtgängiger zu sein, wie gerade eben noch. Nachdem ich nun mal hier in meinen Lenkrad-Einstellungen ein bisschen rumgetweakt habe. Bleib stehen, bleib stehen. Gut gemacht. Wir konnten Daten sammeln. Puh, eine gute Linie. Gerade noch geschafft. Gerade noch geschafft. Das ist doch schon mal. Gut, das war die Haarnadel. Jetzt kommt der Grund-Performance-Test. Wir sind soweit. Keine Ahnung, was der Grund-Performance-Test ist. Wir es mal mit mehreren Ach genau. Mehrere Denk Kurven so fahren. Ein, dass du den Scheitelpunkt triffst und beschleunige beim Herausfahren früh. Dieses Mal fährst du gegen die Uhr. Deswegen haben wir die normale Motoreinstellung gewählt. Du musst im vorgegebenen Bereich am Ende der Geraden zum Stehen kommen, um den Test abzuschließen. Okay. Schaffe ich eh nicht. Ich bin jetzt gut auf der Bremse. Gerade ausfahren kann ich am besten. Oder wie war der Spruch? Also die Lenkung geht schon bedeutend besser, nachdem ich mal in meinen Lenkrad-Einstellungen so ein paar Sachen weggenommen habe, die ich früher in Formel 1-Spiel aktiviert hatte. Da hat man bös rumgetweakt an der Steuerung. Oh, 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 nicht auf die Körper, nicht auf den Körper, nicht auf den Körper. Wir konnten Daten sammeln. Du fährst eine gute Linie und deine Geschwindigkeit in auf dem Körper kann man schlecht bremsen. Zum Glück habe ich es noch geschafft anzuhalten.
Zeitunterschied zu Gold. Ja, super. Da hat mir nicht viel gefehlt zu Gold. Dann, ja, Video zu Curse und DRS. Mit dem Video lasse ich euch nochmal allein. Curse überträgt auf Knopfdruck weitere 80 PS auf die Hinterräder. Du kannst es in kurzen Intervallen oder komplett für einen Zeitraum von 7 Sekunden pro Runde nutzen. Du kannst Curse jederzeit in jeder Session und sowohl zum Überholen als auch zum Verteidigen deines Platzes einsetzen. Es ist optimal, Curse in den niedrigen Gängen zu nutzen. Besonders hilfreich ist es auch beim Start. Das Curse-System wird in jeder Runde automatisch wieder aufgeladen. Manchmal treten jedoch Probleme im System auf, die aber behoben werden können, während der Fahrer auf der Strecke bleibt. DRS passt den Winkel des Heckflügels an, wodurch der Luftwiderstand reduziert und die Höchstgeschwindigkeit um 10 bis 12 km/h erhöht wird. Es kann während des Rennens nur an bestimmten Punkten der Strecke aktiviert werden, wenn du maximal eine Sekunde hinter deinem Vordermann liegst. Im Training und während des Qualifyings kann es jederzeit verwendet werden, allerdings nur mit Trockenreifen. Tja, also die normalen Regeln, die man aus der Formel 1 kennt. Ja, eine Silbermedaille habe ich irgendwie geholt. Tja, keine Ahnung, 18 von 18 Punkte hier abgeschlossen. Ja, ich hätte vielleicht mal ein bisschen mehr drauf gucken müssen, da ich ein bisschen flotter das Ganze absolviere, aber ja, schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin auch ehrlich gesagt lange kein Formel-1-Rennen mehr gefahren. Also war jetzt ungefähr über ein halbes Jahr abstinent. Da muss man sich erstmal wieder an alles gewöhnen. Vor allem auch ans Lenkrad. Das ist gar nicht so einfach, weil die Einstellungen, wie gesagt, ein bisschen verändert wurden. Ich muss da wirklich mächtig kurbeln. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr im Hintergrund. Und ja, bedanke mich, dass ihr hier reingeschaut habt, dass ihr mal angeguckt habt, wie ich meinen Young Drivers Test Tag 1 absolviere. Und tja, schauen wir mal, ob ich noch einen Tag 2 oder Tag 3 oder was weiß ich, was da noch hinlegt. Da gibt es ja auch noch hier neben die Saison-Challenge. Die Karriere kann man ja noch nicht beginnen. Das ist dann fürs eigentliche Let's Play aufgehoben. Gut, ich bedanke mich, wie gesagt, dass ihr reingeklickt habt, dass ihr zugeschaut habt. Noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Wenn ihr immer die neuesten Videos sehen wollt, dürft ihr mich gerne abonnieren, dürft mich kommentieren, dürft mich liken und ja, dürft mich auch favorisieren. Und wenn ihr das nicht machen wollt, dann lasst es eben. Ne? Bis dann, bye bye.